So, erste Fahrt geschafft, 2,5 Stunden, knapp oder ein bisschen über 700 Höhenmeter. Stelle ich mal die Räder vor, die haben jetzt 2 Tage, je Tag 35 Euro und dann konnte man noch Shimano Pedale dazu bestellen, die wollte ich jetzt im Flieger nicht mitnehmen und auch nicht vom Rad abschrauben. Haben einmal 4 Euro gekostet, genau. Einmal mein Rad, das ist Giant TCR mit kompletter 105er Ausstattung, bis auf, sieht hier die Bremsscheibe und die Kurbel, sonst alles die neue 105er Schaltung, aber nicht die DI2, sondern normale mechanische. Felgen sind Alu, aber tubeless Reifen. Reifen sind nicht so gut, ich bin jetzt auch einmal in der Kurve weggerutscht sogar. Aber sind recht breit, also ich würde jetzt schätzen, so 30 mm breit. Genau, Garmin Mount haben sie uns noch hingemacht, echt nett. Genau, Jumpstart, echt top, Sattel bequem. Wird wahrscheinlich so Allrounder sein, der recht vielen Leuten passt. Genau, sonst eigentlich top Rad, schön wendig. Hier ein schöner Glitzer-Aufkleber von Giant so drauf, hier TCR. Genau. Und dann das Rad von meiner Freundin, auch 105er, sie hat sogar die Kurbel, aber die Bremsscheiben auch anderes Fabrikat. Genau, auch Alu, Laufräder, schöne Carbonrahmen, ein paar Lackplatzer, aber da überall so ein Kleber drauf gemacht, ich schätze jetzt, das ist wegen dem Salz, damit da nichts weiter passiert, auch hier an der Gabel ein bisschen. Genau, aber sonst, alles in allem, hier auch Garmin Adapter bekommen, haben noch dazu einen Ersatzschlauch, auch wenn es tubeless ist. Hier noch eine Pumpe, die Rad dazu bekommen. Genau, und morgen geht es dann auf die zweite Fahrt. Und ja, man muss sich ein bisschen an die hohe Luftfeuchtigkeit gewöhnen, aber jetzt so im Saisonausklang ist das Radfahren jetzt nicht mehr so wichtig. Ich konzentriere mich aufs Laufen. Genau. Dann noch mal von vorne das Rad. Ist echt schick, läuft gut.
Nur, das Einzige sind die Laufräder halt, die das ein bisschen langsam machen, aber Schaltung gut eingestellt, muss man echt sagen, genau, nichts zu meckern.